Das bringt uns so jetzt erstmal nicht weiter, deswegen machen wir das so. Und gehen jetzt in den nächsten Laden. Ich informiere mich nochmal über Rüstungen, welche wir da vielleicht besorgen sollten. Wenn ihr übrigens Tipps habt, wie man den Kampf besser durchführen könnte, besonders im Hinblick auf die Verbündeten, schreibt mir gerne. Wir müssen uns von diesem Haus hier fernhalten. Das wisst ihr ja auch. Hier ist der... Ja, hier ist glaube ich nochmal so ein Händler, ne? Waffenladen, genau. Willst du etwas kaufen? Ja. Gucken wir doch mal. Also, Stimpaks hat der. Der hat auch diese Metallrüstung. Dann hat er hier Sprengrakete. Flammenwerfer, Jagdgewehr. 10 mm Splittergranate, Pulsgranate, Raketenwerfer, okay. Sturmgewehr, Lederrüstung, Brennstoff, Snipergewehr. Das wäre vielleicht was für Tycho, weil der kann ja gut mit dem Gewehr umgehen. Wie kostet das denn? 1600, ja. Das wäre sogar in Reichweite. Die Frage ist, welche Munition braucht das Snipergewehr? Geigerzähler, dann verschiedene Munition. Ich glaube, das Snipergewehr braucht wahrscheinlich dieselbe Munition wie das normale Gewehr auch. Energiezellen, das ist auch gut. Wie viel kostet da eine? 300. Das ist ja für so Plasma-Pistolen und sowas. Normales Gewehr, Kampfmesser, Gewehrkugel, Pistole, Kampfgewehr, eine Kampfrüstung. Das wäre doch auch mal was Interessantes. 4000 kostet die. Das wäre vielleicht was Interessantes, eine Kampfrüstung. So, da haben wir einen Superhammer und da haben wir noch die Deckel. Tja, der verkauft auch nichts gegen Strahlung. Haben wir irgendeinen Laden übersehen? Ich meine, diese Rüstung für 4000, das wäre schon mal interessant auf jeden Fall. War hier noch irgendwo ein Laden? Ich glaube nicht. Nee, Weiterhut ist falsch. Chunktown wollten wir. Casino, Crash House. Nee, Chunktown wollten wir auch nicht. Wir wollten Hub. So. Aber hier wird, glaube ich, auch nichts eingezeichnet, leider. Hier sehen wir nur, welche Gebäude wo stehen. Das war es dann aber auch schon. War hier noch was drin? Ich glaube, hier war so ein Tunnel, ne? Da waren die Gegner drin, da war Harold drin. Also hier scheint es nichts zu geben, auf jeden Fall. Hier können wir schon mal gehen. Können nochmal hier reingucken. Da gibt es aber nichts, glaube ich. Da hinten ist diese Falltür, das wissen wir schon. Was ist das hier für einer? Ein Skag. Okay, bringt uns auch nicht weiter. Da ist Harold, das wissen wir schon. Hier wäre vielleicht noch was möglich, oder? Hier, aber da ist auch niemand. Ich gehe nochmal hier raus. Wenn, dann finden wir hier was. Das sind die Fargo Traders, da ist die Polizei, da ist der Waffenladen, da ist die Bücherei. Im General Store waren wir gerade. Welchen Tag haben wir eigentlich? Wir haben den 20. Okay. Hallo? Markt. Ja, Markt klingt vielversprechend. Hier waren wir schon drin, aber wir könnten hier unten vielleicht nochmal reingehen. Vielleicht hat der noch was. Ich glaube, der FLC, war das nicht auch ein Händler oder zumindest irgendwie so ein schönen Vertreiber oder sowas? Wenn das kein potenzieller Kunde ist, Lorenzo, der freigebig zu deinem Dienst nicht, gebe Kredite, nur 10% Zinsen. Handeln. Nee, der verkauft nur eine Pistole. Also beziehungsweise eine Maschinengewehr. Später vielleicht.
Bei dem wissen wir ja, was wir zu erwarten haben. Dann können wir hier hinten nochmal hingehen. Und können hier fragen, was sind das hier für eine Person zum Beispiel? Die Wache von Hightower. Wir haben hier nichts zu suchen. Was macht er denn da? Er schaut in eine Karte rein. Hier waren wir auch schon, ne? Ich glaube, hier war einfach nur so ein bewaffnetes, belagertes, bewachtes Ding. Nö, bringt uns auch nicht weiter. Gehen wir mal hier runter. Da hinten, zu den, ja, hier hinten. Zu den Wasser-Merchants, Water-Merchants. Den Wasserhändlern. Und schauen, ob wir da noch irgendwo ein Geschäft finden. Sie verkauft nichts, glaube ich, ne? Ich schau mal, ob die Frau noch was verkauft. Hatten wir da nicht schon geschaut? Ich glaube, da hatten wir noch nicht geschaut. Ah ja, schon mal. Ja doch, da hatten wir schon geschaut, die verkauft nichts. Das bringt uns nicht weiter. Hallo? Hey, da unten steht im Weg. Jetzt. Da ist auch nichts. Drüben vielleicht. Aber ich glaube, da war auch nichts drin. Oh, eine Kuh. War hier noch irgendwie was Interessantes? Ich glaube nicht. Ich kann mit dieser Dame hier nochmal sprechen. Und die sagt ja auch nur, dass ich mit der Handelsmeisterin sprechen soll. Bringt uns also auch nichts weiter. Na gut, dann werde ich jetzt Folgendes machen. Ich werde einfach nochmal mit der Karawane mitfahren. Uns ein bisschen Erfahrungspunkte und Geld zu beschaffen. Was ist denn hier los? Achso, ja. Kann ich hier nochmal fragen, ob der vielleicht was verkauft. Nö, der verkauft gar nichts. Ich bin ein Heiler, brauchst du meine Dienste? Vielleicht später. Die Dame verkauft bestimmt auch nichts. Merkwürdig, oder? Warum finden wir denn hier jetzt niemanden, der uns was gegen Strahlen verkaufen will? Da ist der General Store, da gab es nichts. Da ist der Buchladen. Fargo Traders, das bringt uns nichts. Da ist die Polizei. Wenn wir was machen könnten, ist, wir könnten jetzt mal versuchen, den Typen da hops zu nehmen. Das können wir mal probieren. Machen wir das mal. Jetzt bin ich hier so lange rumgelaufen. Ist aber immer noch ungefähr dieselbe Uhrzeit. Ich speichere mal. Wir speichern das hier mal. Und dann gehen wir mal da rein und schauen mal, ob wir da irgendwas machen können. Und die Drinks, okay. Da ist auch noch jemand. Ach ja, das ist die Crimson Caravan. Vielleicht kann uns der noch was verkaufen. Wer vielleicht nicht uninteressant? Oder sie. Schauen wir mal. Die Barkeeperin. Aber wahrscheinlich hat die nichts, außer Wasser oder so. Ja, die hat nichts. Die hat nichts. Okay, wir brauchen nichts. Dankeschön. Ich suche einen Steuerchip. Ich reinige die Welt von allem Übel. Ich muss mit Decker reden. Ich suche einen Steuerchip. Ein Steuerchip. Nie gehört, wir verkaufen nur Drinks. Geh zu Bob's Iguana Bits, wenn du Hunger hast. Okay, danke. Ich glaube, das war er hier, oder? Mit dem wir gerade geredet haben. Ich frage nochmal bei der Crimson Caravan nach. Das ist Demeter. Handelst du mit irgendwas, Demeter? Ja, tatsächlich, aber nichts mit dem, was uns interessiert. Bisschen Spannung. Am 17. werden die aufbrechen, das heißt, die waren erst unterwegs. 28. ist, wie gesagt, die nächste Fargo Trader Karawane dran. Ich meine, das einzige... Oh, jetzt steht der im Weg. Hallo, Ian, geh mal weg. Ian, geh weg. Ach, wir können jetzt überhaupt nicht jetzt. Leute, lass mich mal hier raus.
Leute, lass mich raus. Wir können mal hier oben gucken. Das ist das Einzige, wo ich jetzt noch nicht geguckt habe. Also 5000 Deckel wäre schön, um uns diese Rüstung zu kaufen. Das ist Gunther. Gunther, was hast du? Du hast auch nichts. Mist. Das war Gunther. Haben wir hier unten noch jemanden? Nö. Also wenn ihr übrigens Tipps habt, wo ich hingehen soll, wen ich fragen soll, um irgendwas gegen Strahlung zu finden. Das ist eine Polizistin, okay. Dann dürft ihr mir die gerne sagen. Das ist ein Farmer, der wird auch nichts haben. Vielleicht er hier. Der Beauty Fry, ich glaube nicht. Handeln. Oh ja, er hat zumindest Munition. 5 mm. Okay, nicht ohne. Cool. Okay, dann wissen wir auch Bescheid, dass wir von dem Munition bekommen können. Polizist. Schauen wir mal, ob hier in dem Haus noch jemand drin ist. Dan. Dan könnte man noch mal fragen. Dans Frau. Dan möchte nicht mit uns reden, weil er ist mit wichtigen Geschäften beschäftigt. Und hier war doch auch noch jemand. Pass mal auf. Das war er nicht. War das hier? Nee. Irgendjemand hatte hier einen Namen. Hier, Luke. Luke, hast du vielleicht zufällig was für uns? Nein, auch nicht. Verdammt. Dann machen wir es tatsächlich so, dass wir nochmal mit der Karawane fahren. Dann können wir uns auch ein bisschen Geld verdienen und Abenteuerpunkte. Müssen wir dafür nochmal... Ne, ich glaube, dafür müssen wir einfach nur den Typen da ansprechen, ne? Am 28. sind 8 Tage. Schade um die verlorene Zeit, aber es ist okay, denke ich. So, Fargo Traders waren hier. Wir können währenddessen nochmal kurz in die Bücherei vorbeischauen. Das bringt uns aber auch nicht viel. Höchstens, dass wir hier nochmal ein Buch kaufen könnten. Was hat die denn hier? Das hier ist Fachlexikon. Dance Electronics, Erste-Hilfe-Buch. Pfadfinderbuch, Gewehr und Kugeln. Gewehr und Kugeln bringt uns nichts mehr. Man kann nur bis 91 speichern. Dienstelektronik wäre, glaube ich, für reparieren. Würde 115 kosten. Oh, machen wir mal eins, oder? Und dann auch, was ist das noch? Pfadfinderbuch und ein Fachlexikon. Ich glaube, Fachlexikon ist für Wissenschaft. Nehmen wir auch mal eins. Das ist schon ein bisschen teurer. Aber es lohnt sich, denke ich mal. Und dann noch das Pfadfinderbuch. Das ist das hier, ne? Machen wir das mal, dann vergeht auch ein bisschen Zeit und dann können wir die Zeit auch mal nutzen. 646, wo sind unsere Deckel da? Da mache ich jetzt alle und dann machen wir das wieder zurück. Wie viel muss ich zurück tun? Ich muss zurück tun. Ich meine, wir haben 998 dort liegen. Warum denn 998 eigentlich? 302. 352, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Müssen wir zurück tun. 352. Na, komm. Dauert jetzt ein bisschen. 352, hallo. Ich kann ja währenddessen noch mal ein bisschen nachrechnen. Also hier steht 998. Aber wenn man sich vertut, ist nicht so schlimm. Dann muss man nur 1 oder 2 dann rüberschieben. Das ist kein Problem. 1 oder 2 ist leicht. 352 ist nicht ganz so leicht. Ich muss mir hier irgendwas hinlegen. Irgendwelche Witze oder sowas, die ich euch erzählen kann, während ich hier hochklicke. So, das müsste doch jetzt passen. Ja, fast. Eins weniger noch. So, jetzt müsste es passen. Passt, okay, Dankeschön. Ein gutes Geschäft, denkt sie.
Und dann können wir hier noch ein bisschen lernen. Wir haben jetzt Reparieren 42. Mal schauen, wie viel wir dann da kriegen. Ich glaube, das ist immer unterschiedlich. Reparieren 42. Reparieren war das hier, ne? Dance Electronics, genau. Okay, probieren wir das. Benutzen wir es. So, dann haben wir jetzt Reparieren 47. Also 5% haben wir bekommen. Das ist doch eigentlich ganz cool. So, jetzt ist es aber Nacht geworden. Schnell das nächste Buch lesen. Das ist hier... Achso, da muss ich erstmal ganz kurz gucken, wie viel wir da haben. Wissenschaft haben wir 58. Wissenschaft haben wir 58. Dann lesen wir das Wissenschaftsbuch. Das ist das hier. Ja, schauen wir mal. Da haben wir jetzt 62. Also haben wir 4% bekommen. Auch cool. Und dann haben wir bei Naturbursche auch 58. Schauen wir mal, wie viel wir dann da haben. Und es ist wieder Tag. Das ist ja auch schon mal viel wert. Naja, es ist morgens. Morgens um 6 am 21. So, und bei Naturbursche haben wir jetzt auch 62. Das heißt auch 4%. Sehr schön. Ich glaube, so je mehr man hat, desto weniger bringen einem die Bücher. Kann das auch sein? Ich weiß es nicht. Es wird auf jeden Fall Sinn machen. 10.600 Erfahrungspunkte haben wir. Die nächsten kriegen wir bei 15.000. Bin ich gespannt. Okay, Wissenschaft sind wir ja schon ziemlich gut. Öffnen auch. Kleine Waffen E. Gehen wir mal raus. Gehen wir zu den Fahrtraders. Fahrgo-Traders. Also ich frage die nochmal ganz kurz. Aber der müsste ja eigentlich sagen, wann der losfährt, oder? Am 28. Januar. Du fährst also raus, bekommst 400 Habscheine. Okay. Am 28. Januar und jetzt haben wir den. Also müssen wir 7 Tage warten. Bis du geheilt bist. Was ist denn das längste? 7 Tage geht hier leider. Kann man leider nicht einstellen. Nicht direkt zumindest. Keine Ahnung, ich gehe mal wieder raus hier. Geht das? 10 Minuten? Hallo, ich will raus. Hier Ende, oder? Ja. Hallo, lass uns mal rausgehen. Wo finde ich denn den Platz zum Rasten? Hier vielleicht? Wir speichern mal. Hier. Jetzt echt schade, jetzt diese 6 Tage da zu verschleudern. Ja, was wir machen könnten, ist, wir könnten auch draußen ein bisschen rumreisen. Aber das bringt uns auch nicht so viel, ne? Das könnten wir aber trotzdem mal machen. Dann haben wir wenigstens die Zeit nicht so verplempert. Indem wir hier einfach eine Woche rumstehen und gar nichts machen. Vielleicht haben wir eine Zufallsbegegnung. Wir müssen es halt nur gut abtimen, dass wir dann rechtzeitig wieder hier sind. Das ist wichtig. Ich weiß nicht, ob wir das hinbekommen, das abzutimen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit man auch braucht, wenn man draußen herumreist. Das müssen wir uns mal angucken. Also allererstes unsere Waffe in die Hand nehmen. So. Okay, passt, ne? Deshalb Igel, genau, ist die richtige. Dann nochmal kurz auf den Pip schauen. 21. Wir sollen am 28. wieder hier sein. Also versuche ich mal am 27. wieder hier zu sein, genau. Und dann gehen wir mal hier raus. Hier oben sehen wir ja die Zeit. Okay, jetzt ist schon der 22. 23. Ja, das ist doch eine ganz gute Möglichkeit, die Zeit zu verbringen. Sinnvoll, bisschen sinnvoll zu verbringen. Ah, schaut mal. Ah, was ist jetzt los? Wasservorrat in Vault 13 geht zu Ende. Finished Steuerchip schnell. Ja, ich bin ja schon dabei. Nicht so viel Druck, bitte. Das ist der 25. Okay. Leider keine Zufallsbegegnung. Oh, jetzt eine Zufallsbegegnung. Okay. Eine Schar bösartiger Ratskorpione schlagen aus der Wüste zu.
Okay, eine Schar gleich. Ich hoffe nicht zu viele. Wo sind die anderen? Ich sehe keinen. Ich sehe nur einen. Da sind die anderen. Okay. Ah, die sind um uns rum. Ja, hätte ich ja gleich sehen können. Okay. Ratskorpione. Gut. Hier stehen wir. Ich hoffe, die schießen jetzt nicht uns in den Rücken. Dann können wir den Ratskorpion da gleich mal hier gezielt treffen, oder? Hier Kopf 95 zum Beispiel oder Augen 76. Ich mach mal Augen. Pam. 13 Trefferpunkte nur. Ach komm. Ich versuche mal einen Schritt zur Seite zu gehen, damit er uns den nicht erschießt. Jetzt hat er uns schon getroffen, der Ian. Warum schießt er denn nicht nach rechts auf den anderen Skorpion? So, der Hund ist dran. Dogmeat hat getroffen, der eine Skorpion ist tot, sehr gut. Dort wurde Ian getroffen. Und dort wurde Tycho getroffen. Okay, und dann wird nochmal gleich Tycho getroffen werden. Der Hund ist dran. Warum sind denn wir nicht vorher dran? Muss man auch erstmal verstehen. So, Ratskorpion wurde für 1 getroffen, für 13 kritisch getroffen. Okay, dann können wir wieder, ich meine, wir können auch versuchen, den hier zu treffen. Oder den in die Augen. Ich versuche mal den in die Augen. Ja, sehr gut, haben wir erledigt. Für 1 und dann nochmal, nee, für 1 war der Hund, 24, entsteht eine große Runde, er ist tot. Sehr schön, wir können nochmal 1 gehen, dann gehe ich mal 1 nach unten. Da schießt, ja, Ian hat den erledigt, sehr gut. Oh, Tycho. Tycho versucht auszuweichen, jetzt lädt er sein Gewehr und schießt, sehr gut. Der Hund kommt hier rüber. Sehr gut, der ist auch erledigt, dann haben wir nur noch einen Gegner, wenn ich das richtig sehe. Dann gehe ich mal hier hin und versuche den mal zu treffen. Kopf. Panzer. Nee, Hinterbeine. Oh, Kopf. Nein! Dann treffe ich den blöden Tycho. Verdammt. Tycho nimmt Stimpack und jetzt haben wir ihn erledigt. Okay. So, wie viele Punkte bekommen wir? Für den Sieg über deine Feinde erhältst du 57 Erfahrungspunkte. Sehr schön. Mitnehmen können wir wahrscheinlich nichts außer diese komischen Giftbeutel, ne? Die uns nichts bringen, außer dass sie eine Menge Gewicht tragen. Na gut, wie geht's denn unseren Freunden? Schauen wir uns das mal kurz an. Wie geht's Tycho? 30 von 60. Okay. Wie geht's ihm? 57 von 50. Okay, und uns geht's ganz gut eigentlich. Dem Hund. Ja, der hat nichts abbekommen. Okay, das waren die Ratskorpione. Dann gehen wir mal zurück zum Hub. Dann sind wir am 26. im Hub und wollen zu Downtown. Ja, das passt doch gut. Dann werde ich jetzt hier noch kurz rasten, bis wir den 27., nee, bis wir den 28. haben, also 2 Tage lang. Damit können wir uns auch unsere Wunden dann wieder heilen. Hat der dann vielleicht zufällig noch Munition? 0 von 2 Schuss. Das klingt so, als hätte er keine Munition mehr. Geben wir ihm doch mal Munition. Wir haben extra Munition besorgt. Die hier, bitte. Gib sie ihm. Wir selbst brauchen das ja nicht. Ups, da nochmal. Sehr schön. Und dann schlafen wir. Pass mal auf. Jetzt haben wir den 26. mittags. Ruh dich aus, bis du geheilt bist. Ist mir jetzt zu gefährlich. Ich ruhe mich mal bis Mitternacht aus. Sehr gut. Dann nochmal bis Mitternacht. Dann müsste der 28. sein. Oder? Ich glaube schon. Ich mach mal abends. Genau. Und dann machen wir bis zum nächsten Morgen um 6. Das müsste genau passen. Das ist genau der 28. ne? Ja, passt genau. So. Sehr schön. Und dann machen wir nochmal 2 Stunden. Ich weiß gar nicht, um wie viel Uhr die losfahren. Ich mache nochmal 2 Stunden um 8. So, das sollte jetzt passen. Ich speichere. Obwohl, ich mache jetzt eh Ende. Also ich höre jetzt mal mit der Aufnahme auf und wir werden jetzt, weil wir jetzt am 28. haben, dann in der nächsten Aufnahme zu den Fargo Traders gehen und dort mal mitreisen. In der Hoffnung, dass wir ein bisschen Kohle verdienen, um uns vielleicht auch eine bessere Rüstung leisten zu können und ein bisschen noch Punkte zu bekommen. Wir haben jetzt 11.350, also es ist noch ein weiter Weg bis zu 15.000. Ich hoffe, dass das, ja, dass wir das bald hinbekommen, Level 6 dann zu erreichen. Bis dahin, macht's gut, wir sehen uns in der nächsten Folge.